So, weiter im Text. Erstmal Spiel weiterlaufen lassen und gucken, dass die Straße endlich abgebaut wird. Ich will den ersten Grundstein legen für unsere Goldstraße und gucken, wie der Farbton so ist. Ah, scheint leer zu sein. Die Brocken liegen da zwar noch am Weg, aber na gut. Also B, Shift C, nein. B, Paved Road, genau. Jetzt müssen wir mit U und K und H und was weiß ich arbeiten und den ganzen Bereich hier definieren. Und jetzt unseren Block auswählen. Silberbarren? Nein, Silber ist zu billig. Granit? Nein. Goldbarren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ja, da kriegen wir locker die Straße hin. 7, 14... Na, wird gut in die Barren gehen. Aber dafür sind sie ja da. So. Schmelzbefehl ist erteilt. Was bräuchten wir jetzt noch? Kleinkram, aber... Achso, den Danger Room wollten wir auch noch anfangen. Okay. Suchen wir erstmal ein schnuckeliges Plätzchen für. Wir haben ja unten schon hier den Schießstand. Also... Oh, was kommt jetzt? Migranten, sehr schön. Da unten. Das ist jetzt doof zum Angucken. Na gut, eins. Ein Migrant. Das sind Tiere. Wir haben einen Migranten bekommen. Oh Mann, wir brauchen so viel mehr Wert für das Fort, sonst wird das nix. Und der stirbt bestimmt auf dem Weg durch das Höhlensystem, oder? Naja, noch schlägt er sich wacker. Da oben liegt übrigens immer noch eine Leiche. Was zur Hölle macht er mit der Leiche? Stopp, du da! Kein Job. Hast du irgendwas in der Hand? Nee. Warum bleibst du denn bei der Leiche stehen? Oh, da ist ein Pilz gewachsen. Kommst du jetzt gar nicht mehr durch? Das sieht... wo muss er eigentlich hin? Hier muss er hin. Also darum, dadurch, dadurch, hier runter, hier wieder hoch. Da kommt er soweit überall durch. Hier kommt er nicht durch, aber da kommt er durch. Nee, du hast einen Weg zu uns. Also geh auch gefälligst dahin. Er ist jetzt schon ein komischer Kauz. Na gut, dich ignorieren wir vorerst. Du kommst hoffentlich so möglichst schnell wieder hier rein. Architekt wird gebraucht für unsere Goldstraße. Und da kommt er auch schon. Wir hätten auch die Eingangsbereiche mit Platin machen können. Oh, noch besser. Wir reißen das Trade Depot ab. Also irgendwann später. Und ersetzen es durch ein Platin-Trade-Depot, zu dem eine Goldstraße führt. Also mehr Bling geht echt nicht. Gut, dann müssen wir noch alle Wege schleifen und verschnörkeln und so weiter. Aber das habe ich ja schon mal vor einer ganzen Weile in Auftrag gegeben. Und ist immer noch dabei, abgearbeitet zu werden. So, hier unten bei den ganzen Metallbarren sehen wir auch, dass es kaum... Bins gibt, um die Sache einzulagern. Das wird langsam echt ein Problem. Da wird fleißig eingeschmolzen. Das ist soweit gut. Ich sehe... Oh, was bist du? Du bist ein Mahagoni-Bucket. Also ein Eimer. Ah, ich dachte schon, dass wir dieser ominöse Jug, also J-U-G, den wir aus Stein herstellen konnten, in dem man eventuell auch irgendwas lagern kann. Aber der ist bisher noch nicht aufgetaucht. Oder sieht genauso aus wie irgendwas anderes. Und deswegen sehen wir ihn erst gar nicht. Oh, das da könnte ein Jug sein. Nee, ist ein Wasserbeutel. Na gut, nächste Punkte. Wir haben jede Menge Cabinets zum Aufstellen. Wir wollen ja auch, dass die neuen Migranten oder
der neue Migrant einen ordentlichen Platz haben, wo sie ihre Klamotten lagern können. Wo habe ich das hier unten? Also oben waren die alle oben rechts im Zimmer. Bett war oben links, Kabinett war oben rechts. Bis auf in der Seite. Ach nee. Ah, okay, wenn man reinkommt, ist immer das Kabinett zuerst und auf der gegenüberliegenden Wand ist das Bett. So ist die Anordnung. Das heißt, können wir hier dann auch so machen. Da. Kabinett da. Ich sollte darauf achten, dass ich nicht die guten Kabinetts dahin setze. Die richtig guten Kabinetts sind ja für die Miliz und die Nobelleute vorbehalten. Weil die meckern sonst, wenn irgendein Untergebener ein besseres Ausrüstungsgegenständchen hat oder eine schönere Wohnung oder schönes Büro oder was auch immer, als sie selbst, dann meckern die. Und Adlige, die meckern, sind nie gut. Das kann echt übel enden. Irgendwann fängt Girogon sonst noch an und verlangt Sachen, die keine Armbrüste sind. Das wäre ja ein Debakel sondergleichen. So, da nicht hin, da hin. So. Immer mehr, auch in den Räumen, wo gar keine Zwerge mehr drin wohnen. Die waren mal alle schön gefüllt mit Zwergen. Das waren noch gute Zeiten. Dann kamen die Spinne und die Goblins und all die anderen Sachen. Na gut, kann man nicht ändern. Stellen wir einfach weiter Kabinetts auf, in der Hoffnung, dass irgendwann diese Hallen wieder gefüllt werden. Oh, da wächst ein Pilz, da muss gleich ein Kabinett drauf. In der Hoffnung, dass der Pilz nicht durchbricht. Was aber bestimmt auch ganz lustig wäre. Jedenfalls für uns, nicht für den Zwerg. So, da ist noch so ein vollgemülltes Zimmerchen. Ja, dann sind wir auch schon fast durch. Oh, da ist ein Pilz im Raum. Und da unten ist noch einer und schräg unten links ist noch einer. Das ist doch schön. Also nicht unbedingt, dass sie direkt da durchbrechen, aber dass sie allgemein durchbrechen. Wir würden gerne Chop Down Trees. Deklarieren wir einfach den ganzen Bereich hier. Zack, 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 zack. Und runter. So, das sind 1, 2, 3. 3 Bäume. Ja, 3 Holz haben oder nicht haben. So, weiter mit den Kabinetts. Wo wir gerade dabei sind, können wir es auch zu Ende bringen. Haben wir wenigstens eine Sache von der Liste abgehakt. Auch wenn ich noch nicht wirklich eine Liste habe. Aber eventuell sollte ich sowas mal anfangen. Es hilft ja doch ein wenig der Übersicht. Und ich verdränge die Sachen nicht so sehr. So, da ist noch ein Mangobett. Mahagoni. So. Oh, wir haben fast nur noch richtig gute über. So, damit dürften wir jetzt... Nein, da haben wir noch welche. Wieder auf einen Pilz. Das sind jetzt sogar die richtig guten. Ah, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Im Notfall können wir es ja alles wieder abreißen. So. Jetzt sind wir immer noch nicht fertig. Es sind echt zu viele. So. Jetzt sind... wir aber... fertig, glaube ich. Außer irgendwo ist übersehen. Das können die erstmal alles aufstellen. So, die Goldstraße ist fertig. Der Farbton gefällt mir zwar nicht so sehr, aber es ist ja die Idee, die zählt. So, wir wollen das Floodgate jetzt öffnen. Ich glaube, das war der Schalter. Drücken wir einfach mal und gucken, was passiert. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, es geht das andere Floodgate auf, aber dann kommt trotzdem keiner rein, weil er eh durch die ganzen Fallen erstmal durch müsste. Ja, war das Richtige. Also, die Straße bitte einmal removen. Die Straße auch removen. Die Straße auch. Und das reicht dann erstmal. Das dauert ja auch eine Weile, das Ganze zu bauen. So, dann sehe ich da unten schon wieder einen Baum. Das geht echt gar nicht. So, B, C. Floor. Hier noch ein bisschen. Granitblöcke haben wir noch genug. Wird sich aber auch bald ändern. Das habe ich nämlich auch vergessen, die letzten Folgen so nebenbei ein wenig zu machen. Ich wollte ja eigentlich in jeder Folge so ein bisschen den Boden ausbauen, damit es nicht genauso wie jetzt immer so viel auf einmal hintereinander ist.
Denn ich stelle mir das nicht unbedingt unterhaltsam vor, zuzugucken, wie ich hier mal den Boden setze. Hier im Trainingsraum wachsen auch schon überall Pilze. Naja, so viel wie hier rumgeschwitzt wird und Sachen auf den Boden geschmissen, ist auch gar kein Wunder. So, immer noch 99 Granitblöcke. Da war jemand fleißig. Schön, schön. Nächster Punkt. Wir haben immer noch den Danger Room gemacht. Da wurde ich kurz abgelenkt. Der sollte ja hier unten... Genau, hier. Wir brauchen eigentlich nicht wirklich viel Platz dazu. Eigentlich ist sogar, je geringer der Platz ist, desto besser. Es müssen eigentlich nur 10 Zwerge drin stehen können. Und Zwerge kann man ja auch stapeln. Also sagen wir mal ein 4x4 Feld. Oder 3x3. Es könnte sein, wenn wir 3x3 nehmen und wir sagen, sie sollen sich in der Mitte hinstellen, dass sie sich dann außerhalb der Mauer aufstellen. Das wäre ja nicht so gut. Also nehmen wir mal 4x4. Also wir brauchen Mauern. So. Nicht ganz so lang. So, nicht aus Bismutbarren. Und warum kann ich Mauern aus Bismutbarren bauen, aber keine Käfige? Ja, komisch. Na gut. Wir brauchen mal wieder kein Holz, auf gar keinen Fall. Granitblöcke. Darauf sieht man die Blutspritze besser. Und wieder Granitblöcke. So. Dann brauchen wir die Fallen noch. Shift T und es soll ein Upright Spear sein, glaube ich. Und dafür benutzen wir bitte ein Cedarwood Trainingsspeer. Oh, wir können gleich mehrere deklarieren. Ja, das, die selecten wir mal. Und brechen das Ganze ab. Wir müssen auf jeden Fall vorher jede Menge Trainingsspeere bauen. Die Sache ist nur mit den Trainingsspeeren aus den Holz. Trainingsspeeren, dass sie Holz brauchen. Und was haben wir nicht? Holz. Ah, das ist nicht gut. Wir könnten natürlich eine Expedition nach draußen wagen, um Holz zu bekommen. Aber das endet niemals gut. Also werden wir uns wohl einfach in Geduld üben müssen, bis unsere Pilzwälder hier ein wenig mehr gewachsen sind. Oder die Räume ein wenig unordentlicher geworden sind und da genug Pilze gewachsen sind. Und dann nach und nach die Trainingsspeere machen. Das finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber ich denke, es ist die beste Idee. Und warum ist da ein Geist bei der Miliz? Melbil Ites Itepstul. Wir hätten gerne ein Memorial Slab. Engrave Memorial Slab. Melbil Istable ist Ghost. Ja, dich hätten wir gerne engraved. Das promoten wir auch gleich mal, dass es als erstes gemacht wird. Und das stellen wir dann unten auf, sobald es fertig ist. Es müsste da gewesen sein. Er läuft jetzt hoffentlich hoch und holt den Stein für den Slab. Kommst du auch wieder runter? Relativ eilig, denn jeder, der den Geist sieht, kriegt negative Gedanken. Aber da macht keiner was. Na gut, noch was auf die Liste, was wir im Auge behalten müssen. Apropos im Auge behalten, kurz mal Pause. Was ist mit dir hier unten? Du bist immer noch da. Depot inaccessible. Ja, okay. Ich hätte gerne eine andere Möglichkeit zu gucken, ob man denn zurückgehen kann in unser Fort. Also ich hatte es ja kurz mal überprüft, so Pi mal Daumen, den Weg hier abzugehen. Oh, die Türen sind abgeschlossen. Ah, immer solche Kleinigkeiten. Die sind jetzt alle offen. Und jetzt müsste er eigentlich sofort losflitzen. Gucken wir mal. Ja, flitzt los. Gut, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Und hier fließt überall Wasser. Das ist soweit ja auch ganz okay. Aber hier kommt nicht wirklich viel an. Wo ist unser... Da. Ich weiß, ich sollte es mir nicht antun, aber... Ich bin halt neugierig.
Der Lehmbrocken ist immer noch da. Na gut, in 4, 5 Folgen gucken wir dann nochmal hin. Also, ich weiß, ich werde in 2 Folgen wieder zu neugierig sein, aber ja, wir können es ja versuchen. So, was haben wir jetzt? Ein Überfall. Da unten? Wieso sehen wir von da? Oh, oh. Wisst ihr noch, was ich über die Migranten gesagt habe? Es sind doch mehr. Und sie waren nicht auf der Karte, weil kein Zugang zu unserem Fort da war. Und jetzt, weil ein Zugang da ist, kommen sie jetzt alle auf die Karte gelaufen, in die Goblins rein. Und sie werden alle sterben. Ist wenigstens einer da durchgelaufen? Ja, da. 1, 2. Die laufen jetzt alle... hier. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Also wir hatten doch mehr Migranten. Und wenigstens 4, 5 davon kommen durch. Trotzdem werden einige auch sterben. Und das wird wieder unsere Quote verderben und dadurch in der nächsten Season, also in der nächsten Jahreszeit, wieder dafür sorgen, dass keine Migranten kommen. Aber wenigstens ein paar neue Zwerge. Gut, darum kümmern wir uns über nächste Folge. Also kümmern in Anführungszeichen. Wir gucken zu, wie unsere schönen Migranten sterben. Aber gut, kann man nichts ändern. Machen wir dann gleich. Bis denne.